Hi Leute, hier ist Malte und Lisa und wir spielen heute mal endlich wieder Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Genau, starte einfach mal das Spiel. Jo, klick. Wir laden mal von da, wo wir das letzte Mal gespielt haben, was wir gerade festgestellt haben, schon ein bisschen länger her ist. Jahre, 10 Milliarden Jahre. Ja, aber so, da müssen wir jetzt durch. Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt so gar nicht mehr. Ich glaube, wir sind jetzt durch die eine Prüfung durch. Aber sonst habe ich keine Ahnung. Ja, lassen wir uns überraschen. Und los geht's. Als der Held mit dem Training begann, wuchs im Shogom-Gefängnis eine dunkle Macht heran. Naja, bis sie vom Schicksal freigelassen wurde. Als Tai Lung erfuhr, dass der Drachenkrieger auserwählt worden war, raste er vor Zorn. Er wusste, es war an der Zeit zu fliehen und einzufordern, was ihm zustand. Die Drachenrolle. Aber erst wollte er Shifu eine Nachricht senden. Als Zeng die Palastgans heimflog, um Meister Shifu von Tai Lungs Flucht zu berichten, braute sich ein finsterer Sturm zusammen. Tai Lung würde zurückkehren und so das Schicksal des Tals des Friedens bestimmen. Ich bin so hungrig. Wir haben seit Tagen niemanden mehr überfallen. Scheint so, als würde sich das Blatt gerade wenden. Meine Güte, Hilfe! Hey Zeng, bist du okay? Sie hätten mich fast gerupft. Ich habe Neuigkeiten für Meister Shifu. Ich muss zum Palast. Immer mit der Ruhe. Ich hab dich. Nächster Halt, Jadepalast. Bring ganz zum Palast. Fliege nach links, rechts. Ja, und damit geht's auch schon los. Gefährliche Wolken und Wirbel. Wir müssen jetzt irgendein legendäres Abenteuer machen. So viele Geier wie glaube ich jedenfalls. Naja, so sieht's aus. Dann wollen wir mal irgendwie losflattern. Gut. 18 Geier besiegen. Das sollten wir hoffentlich schaffen. Dann mal los. Ja, also Lisa spielt jetzt gerade. Ich gucke nur zu und gebe doofe Hinweise und Kommentare ab. Oh Gott, gleich die erste Münze. Münze. So, kann man auch irgendwie schießen oder so? Nee, ne? Also ich kann hier mich so lustig drehen und die Geier abwehren. Ja. Allerdings muss ich mich gerade ein bisschen dran gewöhnen, dass ja nach oben und unten umgekehrt. Na, das ist ja eigentlich normal. Läuft. Also das ist ja in Flugspielen eigentlich normal. Okay. Weil man, ja, wenn man Flugzeug fliegt, dann nimmt man ja auch den Knüppel nach hinten, um hochzufliegen. Das finde ich eigentlich ganz gut, nur ist es manchmal in vielen Spielen dann doch irgendwie ungewohnt. Ja. Glückwunsch! Du hast eine seltene Münze okay. Gefunden. Seltene ja, Münze? Da können wir nachher, glaube ich, was freischalten mit. Ja, aber wie soll man denn jetzt die Viecher besiegen eigentlich? Ja, also wenn man nur indem sich so kann. Ja, indem ich sie ja quasi ihnen entgegenfliege und sie dann mit dieser Drehung erwische. Aber irgendwie kommt hier keiner mehr und die ersten habe ich dann natürlich nicht erwischt und wie ich sehe, gehe ich hier auch gleich drauf durch die Blitze. Okay. Ich bin ein bisschen schlecht gerade, aber ja. Das ist ja nicht schlimm. Ah. Ups. Ja, so ist doch eigentlich, ja, also Münzen ist doch ganz nett. Ja. So ein paar. Kann man sich auch irgendwie heilen? Also lassen die irgendwas fallen? Tja, das ist eine gute Frage, weil ich bin, glaube ich, gleich im Eimer. Ja, das war's. Das war schön. Das war wunderschön. Ja, ich frage mich jetzt auch, wie soll man denn den Blitzen da ausweichen, ehrlich gesagt? Ja, also. Das frage ich mich auch gerade. Ich krieg die hier gar nicht. 5 habe ich schon. Vielleicht mal weiter unten fliegen oder so? Ja. Irgendwie ausweichen, wenn da so eine dicke Wolke kommt. Aber irgendwie bin ich da zu doof für. Ja, naja, kriegst du schon hin. Ja. Irgendwie. Wenn nicht, dann machen wir das jetzt eine Stunde lang. Nee, lieber nicht. So, jetzt mal nach rechts, genau. Und links und hoch und runter und
Jetzt noch wieder schöneres Wetter. Okay. Shifu, ich habe Neuigkeiten. Teilung ist frei. Er ist aus Shogom entkommen. Er kommt hierher, um sich die Drachenrolle zu holen. Ah! Teilung wird eine Weile brauchen, bis er hier ist. Wir müssen sofort ins Dorf. Okay, Jungs, klingt gut. Ich hole mir nur noch einen Happen, um mein Chi zu stärken. Okay, ich schätze, mit euch rede ich, wenn ihr zurück seid. Okay? Dann werde ich meinen Happen haben. Eindringling! Oh, nur Eindringling! Oh, Moment. Keiler! 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 Nein, nicht du! Ups, du musst sie aufhalten! Verwende die Drachenatemlampe! Aha! Die Diebe dürfen den Palastschatz nicht kriegen. Ich scheitere, wenn die Diebe alle 12 Schätze stehlen. Gut, dann wollen wir mal die Schätze retten. Beziehungsweise beschützen. Okay, du musst jetzt wahrscheinlich einfach nur alle verkloppen. Genau. Und lernst gerade eine neue Fähigkeit, das Panda-Stolpern. Das ist toll. Dann zeig mal, was du kannst. Ich versuche es mal und... Hui! Ah, okay, das ist diese Rollattacke. So, und was? Hups. Das wollte ich nicht. Da, ich höre schon die ersten Schweinchen. Schweinchen! Da. Kommt raus. Oh, die sind aber süß. Die sind ganz schön klein. So, und die wollen jetzt wahrscheinlich die Schätze klauen und du musst das verhindern. Oh, da hat einer einen. Gut, den kriege ich nicht mehr, aber den. Ja, und wie kriegen wir da irgendeinen Bonus? Ne, achso, genau, wir haben 12 und die müssen wir alle beschützen. Genau. Mal hier ein bisschen anfeuern, wo kommen hier noch welche? Bringt das irgendwas, wenn du dagegen haust? Genau, oder? Dann, also wenn ich gerade welche sehe, die, oh, da ist mir einer entwischt. Wenn ich sehe, wo an den Säulen welche runterkriechen und ich dann dagegen haue, dann, ja, dann fangen sie an zu brennen. Ah, okay. Also so ein bisschen so ein Schutz davor, dass die nicht runterkommen. Genau, da kommen gerade wieder welche. So, und die wollen dich auch verkloppen. Aber in erster Linie wollen sie natürlich meine Schätze klauen. Und das aber wir sind ja auch der Drachenkrieger und deswegen können wir ruhig die mal ordentlich vermöbeln. Genau. Haben das ja alles drauf hier. Das kleine, dicker, bewegliche Panda. So. So, und es gibt anscheinend mehrere Wellen und jetzt kommen die nächsten Viecher gleich. Aber wo da? So, da kommen sie schon. Sehen jetzt erstmal nicht doll anders aus als die davor. Die sehen ein bisschen aus wie die aus der ersten Welle. Also die sind wieder diese kleinen und... Genau. So. Aber gibt es nur zwei Ausgänge da oben oder sind vorne noch... Also gibt es vier Ausgänge oder nur zwei? Ich glaube und ich hoffe, es gibt bloß die zwei da hinten. Weil dann könntest du dich theoretisch eigentlich ja da oben immer hinstellen und die alle abwehren. Da hinten sind zwei, die weglaufen. Schnell! Lauf hinterher! Den kriegst du auch noch. Boom. Ja, sehr schön. Ja, weil eigentlich könnte man sich doch genau da hinstellen und da sind sogar Münzen in dem Wasser. Die kannst du ja nochmal mitnehmen. So, die noch? Na! Ja, die kannst du aber auch noch, genau. Ja. So, die wollen wieder Kloppe. So. Können sie gerne haben, ne? Ja, selbstverständlich. Ich verklopp alle, die mir in den Weg kommen. Kommst du nicht auf so einen Angriff, wo du so hochspringst und mit einem dicken Bauch auf den Boden? Ach so, Tatsache. Ja. Okay, sollst du jetzt irgendwas zumachen? Nö, was ist nun? Gut. Deckentüren schließen. Was für Deckentüren da lang? Ja, sorry einmal für die Unterbrechung. Meine Xbox spackt ein bisschen rum. Wenn ihr auch die neuere Xbox habt, dann kennt ihr das bestimmt, dass ich ständig die Lade aufmache. Das hat irgendwas mit der Hitze zu tun. Ich habe es jetzt mal ein bisschen rausgenommen und jetzt geht's direkt weiter. So, Lisa ist noch am Controller und haut allen richtig hart. Naja, irgendwie haut der mich hier gerade ein bisschen. Aber das... Ja, dafür kannst du ja auch noch den Dickbauch-Klatscher machen. Genau. Da
Das hilft ja schon mal viel. Ich bin rangekommen, hopp. Top, hopp. Und top. Na, ne, nochmal. Na, dann kannst du ja den Sadomaso-Bär da mal tothauen. Das ist doch aber ein Wildschwein. Ja, sieht ja schon komisch aus, das, was er anhat, oder? Ja, ich komme da nicht hoch, oder muss ich erst auf die Box da gucken? Ich glaube, du musst da erst drüber. Ja. Ja, das funktioniert doch. Sehr schön. So, jetzt sind da überall Münzen. Genau. Meine Arbeit werde ich gleich mit Talern belohnt. Das ist doch schön. Wenn das doch nur immer so wäre. Ja, meistens ist das doch so. Naja, also ich krieg kein Geld fürs Rumhüpfen und gegen Türen treten. Ja, aber du bist ja auch nicht der Drachenkrieger. Wenn du der Drachenkrieger wärst, dann würdest du das auch bekommen. Naja, irgendjemand muss den Po ja auch irgendwann mal ablösen. Mal gucken. Ja, dann musst du aber noch einiges an Bauch zulegen, um Po abzulösen. Das kriege ich hin. So, ja, Türen sind zu. Dann würde ich mal sagen, gehe ich mal zurück. Ja. Ups. So, das ist jetzt irgendwie. Das soll Chi sein, oder? Das ist blau. Genau. Ich muss gerade sagen, das ist ja Mana, aber Mana ist ja Quatsch. Naja, auch so ein paar Zaubertricks wären doch auch noch schön. Ja, dann ist ja ein bisschen übertrieben. Ne? Kung Fu das und. Stimmt natürlich. Kung Fu und Zaubern. Das wäre ziemlich gemein. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Na, hier wieder die Schätze schützen. Okay. Die ollen Schweinchen kommen hier schon wieder. Welle 6. Viele kommen denn hier? So, sonst lass mich mal kurz spielen. Mhm. Während hier der. Ja, unser kleiner Hamster. Also, irgendwer möchte nicht, dass wir heute spielen. Genau. Der kleine Hamster nervt hier gerade rum. Der macht hier Krach und zickt uns an. So, ich glaube, jetzt laufen die hier überall woanders lang. Ja, so ist das mit schlechten Eltern, ne? Wenn man spielt, dann hat man keine Ohren und Augen für andere Tierchen. So, komm mal her. Du ins Gesicht, du auch. So, drehen wir mal Kamera. Oh Gott. Es ist sehr ungewohnt, mit einem Xbox-Controller zu spielen, wenn man ja Ewigkeiten nur mit der PlayStation 4 gespielt hat. Okay, ich sehe jetzt erstmal keinen mehr. Wahrscheinlich haben die jetzt alles. Die Steuerung ist ja wirklich invertiert. Ja. Das war komplett. Ich muss mal kurz in die Optionen gehen. So, hier steht noch Steuerung. Kamera. Ah, okay. Aber welche ist es denn? Beides? Versuchen wir unser Glück. Weil es ist ja wirklich extrem nervig. So, das stimmt schon mal. Das stimmt. Nee, das stimmt nicht. Ach, egal. So. So, wo sind denn jetzt die anderen alle? Oder was genau muss ich denn den jetzt machen? Den blauen Kullern hinterher. Die zeigen dir immer, wo du hin musst. Ah, okay. Ich dachte, das wäre jetzt so Mana-Kram. Oder Chi-Kram. Na, wenn die größer sind und blau leuchten, glaube ich, dann ist es Chi, nicht Mana, genau. So, aber hier oder auch nicht. Ja, eigentlich schon. Na, dann musst du wohl nochmal zurücklatschen und gucken. Ja, dann gehen wir mal zurück und gucken mal. Genau. Ah, okay, da. Nee, hier ist doch, hier fliegt's. Hallo? Ja. Muss ich hier der, lang? Nee. Da ist ein Schweinchen. Ah, okay. Schweinchen 1, was sich da verbuggt hat und rumhing. Da kommen sie noch mehr. Genau, und da siehst du auch, von der Säule kam eben wieder. So, jetzt müssen wir die Streichhauer nochmal erklären. Kann man ich glaub, auch ausweichen oder so? Bestimmt. Find es raus. Diesen komischen Panda-Bauch-Klatscher machst du, glaube ich, mit Doppelsprung und B, genau. Ja, sehr gut. Weil ich schlag den jetzt, aber irgendwie wollte er gerade nicht drauf gehen. Ja, ist hartnäckig. So, ich würde sagen, ja, ich sammle mal die Münzen hier ein. Genau, ja. Sehr vorbildlich. So, und da kommen wieder ein paar Schweinchen. So, komm mal her, machen wir mal Doppelsprung und. Genau, da hinten kommen noch mehr. Mach sie alle. So. Und noch ein paar dicke. Krieg ich jetzt was umsonst, weil ich so viel auf einmal. Nee. Aber guck mal hier, ich schlag den jetzt und da passiert gar nichts. Ja, die sind ein bisschen hartnäckiger, stärker, halten mehr aus. Da ja, ist diese. Ja, das ist halt so.
Ah, okay. Dicke Schweinchen sind, haben dickere Haut und können vieles ab. Ja, so ein bisschen sich schlagen lassen können sie doch wohl schon. So. Gut, hier sind wieder so blaue Dinger gewesen. Aber erstmal die Schweinchen. Genau. So, wir müssen wieder in den anderen Raum. Mhm. Genau, jetzt den Münzen hinterher. Sehr gut, das kann ich. Den Münzen hinterher, das kann ich. Beeindruckend. Wie ich das mache, ne? Ja, auf jeden Fall, also... Faszinierend. Ich würde sowas gern nochmal sehen, aber... Tja. Ja, das ist schwierig. Mhm. Das kann ich nicht nochmal wiederholen. Ja, ist doch gut. So. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich hier irgendwie gegenhauen. Nee, gegen die Türen da oben irgendwie. Ja, wahrscheinlich sind das die Trampolins, ne? Ja, das mag sein, ja. Ja, genau. Ah, okay, da muss man dagegen schlagen. Mhm. Ah, dann kommen da Viecher runter. So, erstmal die Münzen, ne? Weil man muss ja auch Prioritäten setzen. Und so. Okay. Dann nehmen wir den noch auseinander. Mhm. Hallo. Komm. Oh, die Münzen sind leider weg. Na, toll. Ja, Entschuldigung. Okay. Nee. Es tut mir leid. Es tut mir auch leid. Na, erst meintest du musst Prioritäten setzen und dann, ja, dann lässt du die einfach liegen. Ja, so schnell war ich halt einfach nicht. So, den. Na komm schon. So, jetzt hier rauf. Und das zu. Super. Okay, Aufgabe erfüllt. Hier sind noch mehr Münzen. Ja, die Münzen waren ja zum Freischalten von Fähigkeiten oder so, ne? Das genau. Doch irgendwie. Ja, okay. Also die blauen Dinger hier sind auf jeden Fall Chi-Krams. Mhm. Gibt's Essen. Das nehmen wir auch mal alles mit. Aber dieser Bauchklatscher ist schon. Ja, der ist schon echt praktisch. Unfair auch, ne? Ja, das auf jeden Fall. Der verbraucht vor allem auch relativ wenig von dem Chi-Zeug. Genau. Das heißt, man kann ihn eigentlich ziemlich oft benutzen. Ohne sich Sorgen machen zu müssen. Na, wenn es mal brenzlig wird, ist es schon echt praktisch. Okay. Ja, weil dann mache ich die ja lieber so platt, als wenn ich jetzt die ganze Zeit ins Leere haue. Mhm. Weil die wehren sich ja dann doch ein bisschen mehr. So, ja, aber sonst... Welle 10. Da hat es eben von der Säule gekrümelt. Da kommen gleich wieder Schweinchen. Okay. Ja, aber sonst sind ganz schön viele Wellen irgendwie, ne? Ja, da wird geklaut. Na komm her, wo willst du hin? Hm? Okay, machen die mal alle platt. Okay, irgendwer hat, glaube ich, gerade... Ja. Eine Vase geklaut. Ich gehe mal schnell. Na, das schaffe ich ja schon nicht mehr. Nee, das wird nichts mehr. Genau, jetzt werden die wohl alle da durch diese Löcher immer abhauen. Okay, dann bleibe ich jetzt einfach hier. Ja, genau. Aber ich glaube, diese Welle ist jetzt auch durch. Mhm. Kung-Fu-Kickerei. Okay, also da kommen die jetzt runter. Genau. Dann probieren wir das nochmal aus. Mhm. Ja, funktioniert doch ganz gut. Genau. Und wenn du diesen Bauchklatscher anwendest, dann gehen die Dinger auch an. Ah. Mysteriös. Tja, das schon voll. Vorsicht, Vase wird geklaut. Rolle. Ja. So. Bleiben wir einfach mal hier. Mhm. Aber Vorsicht, genau, auf der anderen Seite wird auch noch geklaut. Noch 5 Vasen sind am Start. Okay. Ich glaube, aus dem Augen habe ich gerade gesehen, Vasen. Wie noch einer geklaut worden ist. Hm. Oh, das hätte schief gehen können. Das war ganz schön knapp. So, wer ist das? Wie kannst du es wagen, mich herauszufordern? Schweinchen. Ach so. Schweinchenboss oder so. Vielleicht ist es auch Herbert oder Klaus-Peter. Wer weiß. So, kann man den jetzt hauen? Nee. Ja, da ist wohl dieser Bauchklatscher auch wieder. Ja, nur, also das finde ich jetzt ein bisschen komisch, weil... Ja. Also ich müsste ihn noch zumindest auch mal schlagen können eigentlich. Mhm. Aber irgendwie lässt er sich nicht schlagen.
Nee. Naja, machen wir es halt so. Ja. Warum nicht? Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Du sagst es. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert, Lisa? Wir werden es erfahren. Was hast du getan? Ich weiß es nicht mehr. Es ist so lange her. Ich verstehe. Hast du gut gemacht, Panda. Hab ich? Ich meine, ja, das hab ich. Weil, wisst ihr, ich hab meine Super-Duper-Panda-Unglaublichkeit benutzt. Ja, ich hab nur so getan, als schniefe ich. Und ja, dann kamen die Typen rein. Und dann ich. Konzentration! Konzentration! Während wir im Dorf waren, haben wir gehört, dass die Krokobande den Lotussee überfallen hat. Es gehen Gerüchte über Tai Lung um. Wir müssen handeln. Meister Crane, wieso gehst du und Po nicht los, um mehr herauszufinden? Ich und Meister Crane! Das wird ein Spaß! Ich hol nur noch meine Sachen! Ich und Crane gehen auf eine Mission! Ja, damit haben wir das Level geschafft. Ich glaube, wir sollten mal ein paar Upgrades machen. Ja, ich mache mal einfach schnell ein paar Sachen. Schneller Angriff ist doch gut, starker Angriff ist gut. Schnell, schnell, stark. Ich mache mal einfach so ein paar hier so Sachen, ne? Ja, mach einfach irgendwas. Ja. Worauf du Lust hast. Okay, RB. Geht das hier nochmal? RB ist hier oben. Okay, ja, bestätigen. Okay, und zurück. Ja, und dann können wir eigentlich direkt zum nächsten Level.